Moin zusammen, da geht's schon direkt weiter. Hier ist die Schriftrolle, bin gerade auf dem Wachturm drauf, also die letzte Aufnahme ist vielleicht 20 Sekunden her und ich glaube, ich habe das nämlich schon gefunden. Etwas unter dem grünen Baum versteckt, der von gelbem Ulm umgeben ist. Und ich glaube, mal ein bisschen ranzoomen. Ich glaube, das könnte da sein, ne? Da gehe ich jetzt auf jeden Fall mal gucken. Und ja, direkt danach befreien wir die Numata-Siedlung. Dann bin ich mal gespannt, was er da für uns verbuddelt hat. Er scheint es nicht mehr zu brauchen. Der pennt da oben in seinem Turm, kommt auch nicht weg, weil er mit Pfeilen am Boden festgetackert wurde. So, ja, für die paar Meter jetzt den Gaul hier extra rufen. Nö. So, gelbe Ulm, grüner Baum. Tada, cool. Einundzwanzig Vorräte. Und dann befreien wir mal die Siedlung. Und das mache ich aber in der Herausforderung, denke ich. Okay, lass die Falken los. Töte einen Gegner mit einem Himmelschlag. Ja, das kriege ich doch hin. Sashimono-Banner, schalte den Lagergeneral aus. Und dann, ja, die Falken noch loslassen. Ach, untertauchen, um sich von Gegnern zu verbergen. Ach, da ist er. Verdammt. Untersteh dich hier mit deinem blöden Horn, du Sauer, ey. Also Blumen sind hier echt viele im Sumpf. Da sind schon wieder Blumen, da sind schon wieder Blumen, aber ich möchte jetzt nicht zu viel abweichen. Kommt her und kämpft! Das Spiel in 3D, ey. Da spritzt dir das Blut aber so weit von auf den Schoß. Sind sie dann alle? Na, wenn ich noch ein bisschen Ruhe habe, dann gucke ich mich doch noch mal hier um. Schade, komme ich nicht hoch. Windwen, Jago. Das war knapp. Ja.
Verdammt. Knapp vorbeigetreten. Ah, ouch. Osho, Dasha! Ah, mein lieber Scholli da. Habe ich hier gerade noch einen gehört? So, lass die Falken los. Tu dies, tu das, tu jenes. Hand ab. Ja, genau, alle gleichzeitig. Mann, da. Jetzt. Du lebst noch. Gut, das müssten aber auch schon bald alle gewesen sein. Kuhnei sind voll. Der denn da, Hampelmann da. So, rüber jetzt hier. Zack, rein ins Zelt. Wow! Hast du mich erschreckt, Kollege? Ich dachte, hier wären keine mehr, ey. So, Leder. Ups, fast ist auf dem Feuer reingelatscht hier. Thank you.
Nee, hier sind anscheinend noch Gegner. Einer sticht hinten gleich irgendwo Alarm, keine Ahnung wo. Den habe ich gar nicht gesehen, nur gehört. Einfach mal blind drauf losgeschnetzelt. Aber auf jeden Fall sind da hinten noch zwei. Kämpfen wir! Und die fordern wir raus. Wer will denn jetzt zuerst? So, ich denke, das war's jetzt aber. Gut, Windlocken sind voll. Hier ist nichts drin, aber dann können wir uns jetzt an die ganzen Ziele machen. Ein bisschen Eisen klauen, Vögel freilassen und so. Sashimono-Banner einsammeln. Eins ist hier noch irgendwo. So, Rauchbombe. Ups. So, jetzt aber. Alles klar. Was liegt da? Okay. Toter Zivilist oder so. Ich glaube, in diesem Zelt war ich schon drin, oder? Bomben voll. Nee. Bisschen Eisen liegt da noch rum. Hier war ich auf jeden Fall. Da hat nämlich das Chaos angefangen. So, war noch ein Banner gefunden. Das waren auch alle. Noch zwei Falken loslassen und einmal verstecktes Eisen. Gestohlenes Eisen, Entschuldigung. Wieder beschaffen. So, hier war ich auch drin, glaube ich. Ja. Gut, dann würde ich sagen, war es das hier alles. Siedlung befreit. Befreie die Numata-Siedlung. Ach, und Technikpunkte habe ich völlig vergessen. Da schauen wir jetzt auf jeden Fall nochmal rein. Yeah. Techniken. Ja, sind eigentlich nur Kampfhaltung. So, pass mal auf, wir haben 3 Punkte. Perfekte Paraden stellen eine kleine Menge Gesundheit wieder her. Das nehme ich einfach mal mit. Ich hatte sogar 4 Punkte gerade. Noch besser. Noch 3. Ja, das hat irgendwie nicht funktioniert mit dem Abstechen.
Da Taumelschaden gegen Schwerkämpfer. Schildträger, Speerkämpfer. Ertränke deinen Gegner in einer Flut von 5 Schlägen. Achso, ich dachte gerade, weil man da das Wasser mit dem Wasserfall im Hintergrund hatte. Ich habe nur gesehen, ertränke, und ich dachte, jetzt kann man den Gegner ertränken, indem man ihn irgendwie aushebelt und unter Wasser drückt oder so. Speerangriffe werden während allen Angriffen aus der Windkampfhaltung automatisch pariert. Das ist natürlich auch nice. Gott, was haben wir sonst beim Geist? Rette dich vor dem Tod, wenn du verwundet wirst. Kostet 2 Entschlossenheit. Reduziert die Ablenkzeit von Konzentration. Blinkt auch um das Ziel. Ja, komm. Ne? Ablenkzeit von Konzentration ist relativ kurz, finde ich. Können wir ruhig mal mitnehmen. Vielleicht werde ich dann doch noch mal ein Bogenschütze. 3 Taten, 3 Illusionen. Ja, warum nicht? Na, gehen wir per Schnellreise hier einmal runter. Schnellreise aktuell deaktiviert. Ach so, ja, weil ich noch nicht ganz zu Ende geschaut habe hier, die Befreiung. Okay, darf ich dann wieder? Ja, und schon sieht die Siedlung viel freundlicher aus. So, per Schnellreise hier runter, Geschenkaltar, Rüstungsschmied. Und dann ist Ende und dann machen wir die nächste Mission vom Kriegsmönchen. Ja, und ich glaube, nach dem Kriegsmönch, da würde ich mir die nächste mythische Geschichte gerne anschauen wollen. War dann jetzt der Geschenkealtar? Fürst Sakai, Norio. Also ich bin nicht abgestiegen, das hat er automatisch gemacht. Schauen wir mal, was es hier für ein Geschenk gibt. 100 Vorräte. Ja, einmal zum Rüstungsschmied hier. Ups. Mal gucken, was wir verbessern können. Grosaku-Rüstung. Kann ich jetzt schon auf Maximum? Jawohl. Viel besserer Schutz. Ah. Ihr habt meinen Dank. Geiler Scheiß. Ja, und weil ich hier das Geschenk abgeholt habe, gibt es jetzt hier unten keins mehr. Das habe ich mir aber schon gedacht. Gut, dann geht es in der nächsten Runde gleich weiter. Mit dem, na, wie heißt er denn hier? Zack. Norio-Geschichte. Viel Spaß weiterhin und ciao.